Herzlich willkommen zu Tutorial Nummer 5 der Messmethodenreihe. Zunächst einmal eine geschichtliche Einführung über den Erfinder der Fotokamera. Nicht umsonst besagt das chinesische Sprichwort, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das menschliche Gehirn denkt bildlich, dementsprechend lassen sich bildhafte Merkmale einfacher einprägen. In sportlichem Kontext wird großer Gebrauch gemacht von bildverarbeitenden Systemen. Zum Beispiel bei einer Videoanalyse von komplexen Bewegungsabläufen oder der Übertragung eines Fußballspiels. Doch wer war denn eigentlich der Erfinder der Fotokamera? Um der Frage nach der ersten Erfindung der Kamera nachzugehen, reisen wir zurück ins Jahr 1830. Der französische Physiologe Étienne Jules Marée wurde zur Welt gebracht. 48 Jahre danach erschien sein Werk La méthode graphique dans la science expérimentale. Dieses Werk lieferte fundamentale Erkenntnisse im Bereich bildverarbeitender Systeme. Ein paar Jahre zuvor, um genau zu sein im Jahre 1872, machte der britische Fotograf Edward Muybridge auf sich aufmerksam. Er führte Experimente durch, um die Beinstellung eines galoppierenden Pferdes zu untersuchen. Sein Nachweis erbrachte, dass beim Traben die Pferde vom Boden abheben. Kommen wir nun zur Bestimmung bestimmter Begrifflichkeiten. Grundsätzlich lassen sich fotografische Aufnahmeverfahren in zwei Methoden untergliedern. Die Chronofotografie bezeichnet eine Mehrfachbelichtung von Filmmaterial im abgedunkelten Raum. Bei der Serienfotografie liegen Einzelbilder vom Bewegungsablauf vor. Dieses Verfahren fand Anwendung in den Experimenten von unserem Briten Edward Muybridge. Natürlich werden diese fotografischen Aufnahmeverfahren noch weiter unterteilt, darauf gehen wir jetzt aber nicht näher ein. Kommen wir nun zum interessanten Teil dieses Tutorials, nämlich zu den Grundbegriffen der Bildmessung. Es wird zwischen zwei Räumen in der Bildmessung unterschieden, dem Objekt- und Bildraum. Der Objektraum bezeichnet die reale Welt und der Bildraum nur eine Abbildung dieser Welt. Der Linseneffekt erzeugt eine vertikale Spiegelung des realen Objekts. Alles, was mit einer Kamera aufgenommen wird, wird spiegelverkehrt verarbeitet. Der Brennpunkt, hier das Symbol F, sammelt alle parallelen Lichtstrahlen in einem Punkt. Die Brennweite bezeichnet den Abstand zwischen Brennpunkt F und optischer Linse, hier gekennzeichnet mit einem kleinen F. Es gelten folgende mathematische Grundsätze. Das Inverse der Brennweite ist definiert als die Summe aus dem Inversen der Bildweite und 1 durch O. O ist hierbei die Objektweite. Außerdem hat der Abstand B dividiert durch die Brennweite F den gleichen Wert wie B' durch die Objektweite O. Die Menge an Licht, welches in das Objektiv einstrahlt, kann durch die Blende gesteuert werden. Standardisierte Einstellungen der Blendenöffnung sind 22, 16, 11, 8, 5.6, 4, 2.8 und 2. Das Verhältnis zwischen Blendenöffnung und Wert ist umgekehrt proportional. Zum Beispiel meint folgende Bezeichnung F durch 22, dass die Linse zu einem 22stel vom Gesamtdurchmesser geöffnet ist. Je größer der Wert, umso kleiner die Blendenöffnung. Hier noch eine Preisfrage, um welchen Faktor ändert sich die Blendengröße, wenn vom Wert 22 auf den Wert 11 gewechselt wird? Wenn ihr nachdenken wollt, könnt ihr ja kurz auf Pause drücken, denn die entsprechende Antwort folgt jetzt. Bei einer Halbierung des Durchmessers vervierfacht sich der Flächeninhalt. Betrachten wir nun das Prinzip der Vergrößerung etwas genauer. In der Kameratechnik bestimmen die Brennweiten von Objektiv und Okular zusammen die Vergrößerung. Die Vergrößerung trägt das Symbol M und kann wie folgt errechnet werden. In der Kameratechnik bestimmen die Brennweiten von Objektiv und Okular zusammen die Vergrößerung. Kleine Preisfrage, wie lässt sich die Bildgröße S errechnen? Ganz einfach, dafür multipliziert man entweder den Winkel Alpha mit der Brennweite F oder aber den Winkel Beta mit der Brennweite F'. Bei der optischen Abbildung wird von dem räumlich ausgedehnten Objekt ein ebenes, im Allgemeinen verkleinertes Bild erzeugt. Die Reduzierung des dreidimensionalen Objektraumes in die zweidimensionale Bildebene bedeutet einen Verlust an Information. Ist die Bildebene parallel zur Objektebene, sind Beziehungen zwischen Bild und Objekt besonders einfach. Hier werden alle Geraden als Geraden abgebildet. Die Winkel bleiben bei der Abbildung unverändert erhalten und alle Strecken werden in gleichem Maßstab verkleinert. Doch aber was bedeutet der Abbildungsmaßstab eigentlich? Das und noch viel mehr erfahrt ihr im zweiten Teil. Auf Wiedersehen!